Herzlich willkommen zu einer Folge von KTM und Thüringen. Heute werden wir alle Fahrzeuge zurückfahren, die jetzt noch irgendwo rumschwirren. Das heißt, und dann noch reparieren und volltanken. Das heißt, wir beginnen mit unseren Fahrzeugen auf Feld Nummer 34. Ich habe gerade gesehen, man kann die Fahrzeuge sichtbar machen, wenn man ran und wegzoomt. Das heißt, wenn man weit weggezoomt hat, dann wird man auch seine eigenen Fahrzeuge nicht sehen auf der Übersichtskarte. Muss man wissen. Ich habe ganz gerne einen Überblick von der ganzen Karte und dann weit weg. Dann sehen wir unsere eigenen Fahrzeuge nicht. Wenn wir jetzt zurückkommen zum Hof, das heißt hier irgendwo muss man jetzt zurückkommen. Hier können wir ganz frech mal Dings verwenden. Ob es klappt, weiß ich nicht. Weil Kurs habe ich mal eingefahren. Das heißt, ja. Gut, dass nicht unser Feld ist, ne? Irgendwo fährt er jetzt hin, aber aus dem Hof. Ein paar Kurse fehlen hier noch, aber jedenfalls kann man so ganz gut auf jeden Fall hinbekommen, dass wir da schneller. Er wird jetzt hier da lang fahren und dann da. So. Grund ist mir auch egal. So, klappt mal ein. Alten Kurs gleich löschen. Wenn wir unseren Sammelwagen gleich folgen zur Straße. Beziehungsweise werden gleich hinterher fahren. Mal schauen, wo er hinfährt, ne? So, unauffällig folgen. Ja, die fahren nur 50. Das ist so eingestellt, dass sie nur 50 fahren. Denkt mal, so ganz okay so. Dass keiner aus der Kurve fliegt. Sonst wäre es nämlich ärgerlich. Wir fahren zum Händler. Oder wollen wir nicht hin? Wir fahren woanders lang. Hauptsache kommt nicht die Meldung, dass er entsprechend irgendwo festhängt. Kann passieren. Ja, jetzt ist alles in der Erde, alles drin, was erledigt ist. Wer musste, jetzt muss man ein bisschen warten für Düngen auf Feld Nummer, ich glaube 47 oder 48, ne 47 wäre das ja nicht, 48 oder 49, da muss noch gedüngt werden einmal. Das haben wir alle Felder geschafft. Was wir später machen werden, ist nachher den Drescher rausfahren zum Dreschenprinzip auf die Felder zum Vorbereiten. Und dann nachher, ja, die Richtung passt. Schauen wir nachher, ob wir entsprechend nachher Abfahrkurse einstellen vom Hof. Wenn der Hofsilo bis dahin nicht gehen sollte, dann werden wir uns einen anderen aufstellen. Auf der Wiese, aber vorher planieren. Ja,
Ja, Dünger schon vorbereitet. Nur warten, bis es losgeht. Bis es geht. Bis es was bringt. Das heißt, wir brauchen noch mal ein Wachstum. Zumindest die Temperaturen passen einigermaßen. Aber wir haben immer noch Regen. Also der Boden müsste schon sehr nass sein normalerweise. Aber das macht nichts. Wir wollen auch nicht ernten, ne? Also das ist ein bisschen tragisch. Hauptsache zu ernten ist halt das Trocken. Aber das sieht hier allgemein schlecht aus. Also Regen, Regen, Regen haben wir durchweg. Wir haben heute mal fast schon trocken, da kommt wieder Regen. Regen, Regen, oh je. Jetzt sieht er schon schwarz. Wenn wir unsere Tiere über Wasser halten müssen, dass wir was verdienen können. Oder die Silage zumindest. Die Silage können wir auf jeden Fall machen. Also machen wir so oder so. Die Silos voll machen. Da wo Düngefahrzeuge sind. Ansonsten Düngemissionen machen und Geld zu verdienen. So. Und gleich mal schauen. Die Wiese ein bisschen planieren. Ein bisschen Geld haben wir ja. Und verdient. Wo wir uns die Maschinen stellen können. Weil eine Halle ist ein bisschen zu kompliziert, sagen wir so. Da kommen wir ja, rein schon, aber wie gesagt, rangieren ist halt nicht so ideal. Könnte ja so reinfahren und dann so längs stehen, aber rausfahren ist ja genauso blöd. Ne? Verkeilt sich ja meistens. Und hier in der Halle ist ja, könnte noch rückwärts reinfahren. Hier genauso. Ach so, ja gut, wir könnten mal zwei reinfahren, ja. Das ginge. Und hier wird es ein bisschen schwieriger, aber mal sehen, vielleicht die Saatgutdings alleine und den Rest nachher. Mal schauen. So, mal so. Wo fährt der andere aktuell? Bestimmt irgendwo festgefahren. Ach, da fährt er. Ah, siehste, angekommen. Nochmal was Gutes. So, okay. Wir müssen den immer jetzt Richtung Werkstatt-Trigger fahren, dass wir den komplett reparieren können und bei Bedarf auch waschen, aber waschen müssen wir erstmal nicht. Fahrzeug repariert, einsatzbereit für den Herbst. So, schauen wir mal, gut rennen am Jeep bekommen. Wenn ich die Größe sehe, im Schwarz, also na gut. Machen wir es anders. Wir machen hier eine Halle immer. Wir müssen ein bisschen planieren. Wir brauchen den Platz sowieso. Auf die Wiese muss man halt verzichten im Augenblick. So. Jetzt der Modus.
So, jetzt ist es hier. Die müssen im Grunde angleichen. Das heißt, Nistek ein aus, ne, kann man sehen. Wie kann man das größer machen? Wir wollen ja möglichst viel auf diese Höhe bringen. Und zwar planieren mit Beinen. Das ist für mich immer die bessere Lösung, weil wir können nämlich alles schön ordentlich hinstellen, ohne dass wir Probleme kriegen. Punkto. Wegen unseren Hallen. Denn das möchte man ja nicht, dass die Halle im Prinzip so wie drüben mit dem Mischfutterprinzip alles mal wieder angleichen muss. Das ist ja sau blöd. Ist zwar jetzt hier blöd mit der Stromleitung her, aber das ist dann schon saublöd, aber gut. Geht nicht anders, sag mal so. Man geht schon, aber wir brauchen den Platz. Es kann sein, dass ich drüben mir die Tür tiefer mache, weil es dann zu hoch geht in der Stromleitung. Das ist schon ein bisschen ungünstig. Das wäre so eine schöne Rampe für die Straße, ne? Jo, das kann man so lassen. Hier ein bisschen begradigen. Und dann wäre das hier, könnte man hier schön als Auffahrt machen für den Hof. Als zweite. Nur die Straße aber nicht so sehr ein verändern, ob man so monitort. Hier werden wir tiefer gehen, wegen der Stromleitung. Und da irgendwo runterfahren, ne? Mal hier die Ecke rannehmen. Wieder verrutscht. Gut, jetzt hier irgendwie Stufe reinzaubern. Absenken.
Das ist nicht ganz so einfach. Angleichen, planieren. Wenn ich planiere, ist alles eine Ebene. Nicht so schön. Ich möchte aber hier im Prinzip das schräg machen, Prinzip, dass man da auch noch was parken kann. Vielleicht mal ein bisschen größer machen, kleiner machen. Links ist anheben, rechts ist absenken. Angleichen. Ah ja, so geht das mit der Maus. So müsste das gehen. Hier ein bisschen wieder planieren. Und da ist halt die Rampe zum Runterfahren. Ich bleibe links. So. Nicht schön, aber gut. Jetzt haben wir das Problem mit der Leitung, denke ich mal. Wenn wir hier eine Halle installieren. Und zwar. Ach, hier ist Ballenschuppen. Ich liebe ja die Schuppen, wo man durchfahren kann, ne? Beziehungsweise. So wie hier. Das macht es ja ein bisschen einfacher zum rein rausfahren. Habe ich das Ding aktiviert eigentlich bei, aber oben geht's. Nee, wohin? So, das heißt, ganz vorne ja nicht, weil das bringt ja noch nichts, ne? So könnte man das machen. So. Jetzt haben wir unsere erste Halle gebaut. Wo wir im Prinzip ohne Probleme einparken können und ausparken können. Da passen nämlich unsere vier Maschinen nämlich rein. Kann man hier schön ausholen und reinscheuern. Im Grunde können wir gleich zwei aneinander einstellen. Man muss halt nur entsprechend hinstellen. Aber erstmal ist es so ganz gut. Das Nacharbeiten müssen wir noch machen, wenn man hier so sieht. Aber ansonsten geht das mal. Machen wir Licht aus. So, liebe Freunde, das soll es vorne gewesen. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Morgen sehen wir weiter, wie es weitergeht. Wahrscheinlich noch eine Halle bauen. Auch so wie hier, um schön reinfahren können. Natürlich ist das blöd mit Leitung. Aber gut.
mit dem muss man jetzt leben, ne? Also Leiter kriegen wir nicht weg. Zum Glück. Das stört hier so nicht weiter. Dann sag ich nochmal tschüss. Bis morgen. Ciao. Tschüss.